Herzlich willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Ich habe die Kron-K.O. Herausforderung gemacht. Ihr seht es auch, ich habe sie schon einmal gemacht, weil hier steht jetzt eine Teilnahmegebühr von 100 Gems. Und wir gucken uns heute die Kämpfe an, die ich geschafft habe. Ich habe auf dem Account leider nur einen Sieg gehabt. Den sehen wir uns aber trotzdem an. Und ich glaube, ich kann es so laufen lassen. Wenn nicht, dann stelle ich auf mal 2. Auf jeden Fall ging es ja hier mit doppeltem Elixier und der Erste, der einen Turm holt, gewinnt. Deshalb stelle ich auf mal 2, damit es ein bisschen schneller geht. Da seht ihr, ich habe versucht, so einen kleinen Push aufzubauen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Der Gegner war auch nicht schlecht gewesen. Und ich hatte zum Glück Magier am Deck. Magier ist wirklich ziemlich gut, wenn man jetzt die Skelettarmee kontern will. Alle Clash Royale-Fans müssten das eigentlich wissen. Und ja. Da war der Turm dann auch schon down. Das war der erste Kampf, den ich gewonnen habe. Und wir switchen jetzt zum nächsten Account rüber. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich hatte auf dem Account 2 Siege. Die möchte ich euch natürlich zeigen. Auf dem einen Account hatte ich leider keinen Sieg. Also ich glaube, ich hatte auf 2 Accounts keinen einzigen Sieg. Deshalb werde ich das jetzt auch hier im Kompletten abspielen, damit das Video halt nicht so kurz ist. Und ich weiß, ich bin immer noch schlecht, aber diese Herausforderung war auch einfach zu heftig, weil man musste halt ein Deck haben, was einen schnellen Push aufbaut, damit man auch die Chance hat zu gewinnen, weil ich meine, einen Turm zu holen, ja, das ist schlimm. Man muss einfach sofort durchrushen. Und man sieht hier, ich hatte schon einen ganz guten Start, der Turm war schon eindeutig geschadet, also der war schon ziemlich angeschlagen. Dann hat der Gegner es auch probiert. Ist aber nicht so gut durchgekommen. Ich glaube, da habe ich sogar Flawless gewonnen. Ich weiß es gerade gar nicht. Da seht ihr, ich habe immer mit Wutzauber noch gespielt, damit es einigermaßen noch besser wird, damit die Truppen halt noch mehr Trefferpunkte kriegen und ein bisschen mehr Schaden machen und alles. Ja, dann gucken wir uns jetzt hier noch den zweiten Kampf an. Und ja. Ich finde es auch lustig, dass sie oben dann immer diese Zeit haben ablaufen lassen, als würde es jetzt in die Verlängerung gehen, also in Kron-K.O. Das fand ich ziemlich lustig. So, ich glaube, da habe ich mit dem gleichen Deck sogar gespielt. Da seht ihr wieder die Taktik, Koboldfass und Barbaren, also Rambok. Und da war der Turm dann auch schon down. Das ging ziemlich zügig. Mehr habe ich bei dieser Herausforderung leider nicht geschafft. 3 Siege waren es jetzt insgesamt gewesen. Ziemlich schlecht. Und ich hatte auf irgendeinem Account, habe ich, ja hier, den Funky, den habe ich gestern gezogen. Aus einer Free Chest. Und das fand ich ziemlich lustig. Ich weiß nicht, was man jetzt noch machen könnte. Ich werde jetzt noch einen Duo-Kampf machen mit dem Deck hier. Damit die Folge nicht so kurz wird. Mal ein Live-Kampf ist ja auch mal wieder was Schönes. In Arena 4 hier. Mein Kollege heißt Superman. Er hat auch ein ziemlich gutes Deck. Jetzt will er hier gleich mit Koboldfass anfangen. Würde ich ihm nicht raten. Ja, also was rede ich hier überhaupt? Ich bin der größte Noob in dem ganzen Spiel. Der Junge soll mal hier machen. Und dann passt das auch. Ach du Gott, was geht denn jetzt ab hier? Mit Expo kommen die hier. Das ist ja heftig jetzt. Aber wir haben 2 Eismagier gerade. Da sollte das doch, denke ich mal, kein Problem sein. Ich mache hier noch Wut drauf auf den Eismagier. Gut, der ist jetzt eh tot. Das hat jetzt leider nicht so viel gebracht. Der Turm ist gleich down von uns. Und auf der anderen Seite wird der Turm auch angehittet. Das ist nicht so schön. Ja, hier, ich schicke jetzt auch mal hier so ein Smiley rein. Es steht 1 zu 0 für die Gegner. Das ist nicht so gut. Und wir probieren jetzt auf jeden Fall das Spiel hier noch zu drehen. Mit Koboldfass wieder. So, jetzt haben wir den Magier geklont. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich möchte auf jeden Fall den einen Turm noch holen. So, wir probieren den Push hier abzuwehren. Nur wenn es jetzt ein bisschen laut wurde, ich habe gerade jemand in meinem Zimmer drin.
Das finde ich nicht so gut, wenn ich hier aufnehme und jemand einfach ins Zimmer reinkommt. Aber ist ja nicht so schlimm. Der zweite Turm von uns ist jetzt auch schon fast down. Das läuft hier gerade nicht so gut. Probieren es hier nochmal mit Kobaltfass jetzt. Mit doppeltem Kobaltfass. Sauber, 1 zu 1 hier. Jetzt sieht es auch gar nicht mehr so schlecht aus. Und wir sind gerade am Durchrushen irgendwie. Also wir könnten das Spiel jetzt wirklich drehen. Ja, natürlich geht der Prinz auf den anderen Turm. Der wurde jetzt gespiegelt. Ah, das wird uns, glaube ich, nicht mehr so viel bringen. 2 zu 1. Das ist spannend, Leute. Das ist wirklich spannend gerade. Was hier passiert. So, jetzt mit Babydrachen. Müssen wir es nochmal probieren. Ja. Er hat den Kampf verlassen. Finde ich nicht gut von ihm. Jetzt muss ich versuchen, hier das Spiel alleine noch halbwegs zu drehen. Das wird natürlich nichts mehr. 9 Leben hat der Turm noch. Ja. Da haben wir 1 zu 3 verloren. Wir hätten noch die Chance gehabt, wenn er den Kampf jetzt nicht verlassen hätte. Ist ja nicht so schlimm. Ich hoffe, dass euch dieses Video jetzt trotzdem hier gefallen hat. Yolo King sucht nach einem Duo-Kampf. Das nehmen wir jetzt mal nicht an. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.